Sobald die ersten Sonnenstrahlen aus den Wolken rauskriechen, möchte man ja gerne grillen. Ich finde, Sommer und Grillen gehört irgendwie zusammen. Egal ob im heimischen Garten oder aber vielleicht im Park. Und ich habe ganz, ganz tolle Grillrezepte. Und das erste, was ich euch zeige, kommt aus Spanien. Es heißt Pan con Tomate. Es ist etwas, was da teilweise schon zum Frühstück gegessen wird. Und ich zeige euch meine Grillvariation davon. Und diese Zutaten braucht ihr dafür. 200 Gramm Ciabatta, 400 Gramm Cherrytomaten, 10 Blättchen frisches Basilikum, einen Esslöffel besten Weißweinessig, Salz und Pfeffer und außerdem ein bisschen Olivenöl. Ich habe hier zwei verschiedene Brotsorten. Dieses Brot werde ich jetzt erstmal zuschneiden. So, mit dem Baguette mache ich es ähnlich, da schneide ich mir große Scheiben runter. So, und jetzt kommt das, was aufs Brot kommt, also das Wichtigste. Und das sind zum einen richtig köstliche Tomaten. Ich habe hier so Strauchtomaten, weil ich finde, die schmecken einfach am meisten nach Tomate. Die packe ich schon mal hier in meinen Becher rein. Basilikum passt natürlich immer bestens zu Tomaten, also rein damit. Pfeffer und Salz nach Belieben. Ich mag es gerne scharf, deshalb kommt hier ein bisschen mehr Pfeffer rein. Dazu ein Esslöffel richtig guter Weißweinessig. Jetzt wird das Ganze püriert. Also man sollte es pürieren, nicht, dass es so eine richtig einheitliche Flüssigkeit ist, sondern dass sie schon noch so ein bisschen, ja, Stückchen hat, also grob pürieren. Da geht es vor allem um die Basilikumblätter. Wenn man die nämlich zu lange püriert, werden sie bitter. Und das ist eine Geschmacksnote, die wir hier nicht haben möchten. Jetzt habe ich ein dickes Mousse aus Basilikum und Tomaten. Das ist perfekt. Das Mousse streiche ich jetzt gleichmäßig auf die vorbereiteten Brote. Das war es schon fast. So, jetzt habe ich überall die Tomate drauf. Es erinnert so ein bisschen ans Bruschetta aus Italien oder in Griechenland gibt es das ja auch oft zum Essen dazu. Ich gebe jetzt ein kleines bisschen Olivenöl rüber. Das Ganze kommt jetzt auf den Grill. So, der Grill ist schon heiß. Dann kommt jetzt das Pan con Tomate darauf. Das kann man einfach so rauflegen. Das Tolle ist, es duftet wirklich wahnsinnig gut jetzt schon. Und es passt auch alles rauf. Toll. So, dann viel Spaß in der Hitze. Jetzt muss ich doch tatsächlich geduldig sein, aber das duftet so gut. Da bekommt man so richtig Appetit, so dieses leichte Röstaromen und Tomate. Genau genommen muss da ja gar nichts gegart werden, aber geröstet ist es einfach noch leckerer. Ich glaube, das Tomatenbrot kann schon raus. Oh, es ist auch richtig knusprig. Es geht halt wirklich richtig schnell. Was Feines. Es dampft. Jetzt werdet ihr hübsch dekoriert. Und dann landet ihr in meinem Magen. Ich freue mich drauf. Ich mache mir jetzt noch hier so ein bisschen Basilikumblätter drauf. Die rupfe ich mir einfach klein, das sieht einfach hübscher aus. Pan con Tomate. Geil gegrillt und richtig lecker. Jetzt einfach reinbeißen. Es knuspert. Es knackt. Oben ist es Brot krosch, dann kommen die weichen Tomaten, in der Mitte ist es fluffig und unten hört man, oder? Mein Pan con Tomate ist ein Knusper.